So, willkommen in der zweiten Folge unserer Lehrvideos. Wir sehen heute ein ballongeschütztes Coiling eines nicht rupturierten Aneurysmas an und werden zusammen mit Professor Knaut eben dieses Video kommentieren. Mein Name ist Marius Pichorius und ja, fangen Sie erstmal an. Ein rupturiertes, warum wollen wir das überhaupt behandeln? Ja, das war ein Aneurysma, ungefähr 6 x 4 mm groß. Und wir wissen, dass in der vorderen Zirkulation Aneurysmen, die ja größer als 6 mm sind, eine... Eigentlich 7, oder? Ja, je nach Studienlage oder je nach Publikation, die man gerade liest. Aber in diesem Fall hat er auch die Patienten einen ausdrücklichen Therapiewunsch. Deswegen glaube ich, korreliert dann das medizinische und eben auch der Wunsch der Patientin. Macht das denn irgendwelche Symptome so ein anderes Mal? In diesem Fall nicht, aber klar, das befindet sich in der Nähe des Nervus Opticus und auch der sonstigen Nerven, Augennerven und kann eben dann oft amopegisch wirken. Muss aber noch ein ganzes Stück größer werden, ne? Und warum weiß man dann überhaupt davon, von dem Aneurysma, wenn es doch keine Symptome gemacht hat? Das war ein Zufallsbefund. Die Patientin hatte eine Depression, deswegen wurde dann ein MRT angefertigt und als Zufallsbefund hat man dann eben dieses Aneurysma gesehen. Das ist wie gesagt auch ein breitbasiges Aneurysma. Die Bilder werden wir jetzt dann auch gleich, das kann man ein bisschen später sehen. So ein breitbasiges Aneurysma könnte man prinzipiell therapieren, interventionell. Ja, wir gucken das Video gerade an, also vermutlich ja. Richtig, also entweder ballongeschützt oder eben standgeschützt oder mit neueren Materialien, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, also einen intraaneurysmalen Flow Diverter gibt es mittlerweile auch. In diesem Fall haben wir uns eben für ein ballongeschütztes Coiling entschieden. Und ein Grund war eben, dass die Patientin auch jung ist und klar, man will nicht unbedingt bei jüngeren Patienten dann lebenslang ISS geben müssen, wenn wir ein standgeschütztes Coiling machen. Weil der bleibt ja dann auf Dauer im Lumen drin. Ne? Jetzt haben wir schon ein paar Schritte übersprungen, also die Schleuse ist gelegt. Sie haben gerade gesehen, wie der Führungskatheter schon in der Carotis interna platziert wurde, was da jetzt drauf liegt und mit ein paar feuchten Kompressen bedeckt ist, damit es nicht runterfällt, ist schon der Mikrokatheter, ja? Oder der Ballon, ich weiß es gar nicht genau. Das vermutlich der Mikrokatheter. Richtig, das ist ja der Mikrokatheter. Wir sehen, dass unser Führungskatheter, der in der proximalen ACI platziert worden ist, ein doppeltes Y-Stück am Ende hat. Das heißt, dort können wir sowohl einen Mikrokatheter als auch einen Ballonkatheter vorschieben. Und was für eine Größe haben wir hier genommen? Ja, wie soll ich das jetzt wissen? Sie haben den für den Ballon. Genau, also der Führungskatheter hat eine Größe von 6F. Das, ach so, entspricht, meinen Sie das? Das entspricht einem Innenlumen von 1,8 mm. Und mit den neuen Generationen von Ballonkatheter und dünnen Mikrokathetern können wir eben dann durch einen 6F durch und gleichzeitig aber auch Lumen, Restlumen vorhanden haben, um eben dann eine vernünftige Kontrolle zu haben. Also 6F wäre eigentlich 2 mm, aber das 6F bezeichnet das Außenlumen. 1F ist 0,33 mm und das ergibt dann, weil der Katheter ja selbst auch eine Wandstärke hat, etwa 1,8 mm. Ja, wenn wir jetzt kurz hier die Aufnahme stoppen, wir sehen in diesem Fall die Rotationsangiografie, also eine dreidimensionale Darstellung vom Aneurysma und entsprechend können wir dann auch innerhalb der Angio dieses Bild drehen. Wir sehen oben rechts einen Angiotisch und einen Bogen, dann können wir eine optimale Arbeitsprojektion finden aus dieser 3D-Rotation. Wenn eben diese Einstellung nicht funktioniert oder nicht geht, dann wird der Angiotisch rot gefärbt. Jetzt zum Beispiel, wenn wir weiterlaufen lassen, haben wir uns hier eine optimale Arbeitsprojektion. Jetzt ist rot, ne? Genau, jetzt wieder blau. Also das heißt, das ist eine unmögliche Projektion, die können wir nicht einstellen. Und das ist jetzt, das sind schon die Arbeitsprojektionen. Eine, die rechte, ist gut, um den Katheter zu führen und die linke ist dann gut, um keulen zu können. Ne?
Also man hat da eine optimale Definition der Trennung zwischen Arterie und Aneurysma. Im Übrigen sieht das größer aus als 6 mm, aber wir werden es wohl gemessen haben. Richtig. Was wir häufig in Göttingen machen, ist, dass wir eben die eine Projektion, wir haben zwei Bögen, dass wir den einen Bogen benutzen, um hochaufgelöstes Aneurysma darzustellen. Somit haben Sie eine ideale Abbildung von den Verhältnissen am Hals und am Trägergefäß. Und dann die zweite eben, um eine grobe Übersicht zu haben, wo sich der Führungskatheter gerade befindet und eben die übrigen Gefäße auch weiter distal, um dann in den Verlaufskontrollen eben dann auch Thrombosen ausschließen zu können. So, jetzt haben wir auch den Ballonkatheter vorbereitet. Sie sehen, das ist ein weicher Ballon, der eben mit einer 1 mm Luerlug-Spritze aufdilatiert werden kann. Und Plan war eben, dass wir primär den Ballon distal vom Aneurysma platzieren, also erstmal führen und dann auf Höhe des Aneurysmas platzieren. Und dass wir danach das Aneurysma selber sondieren. So, was jetzt hochgeführt wird, ist gerade der Ballonkatheter, ne? Richtig. Und der Mikrokatheter ist schon, der ist praktisch so platziert, wie wir den Ballon später platzieren wollen. Ich sehe da schon zwei Aneurysmamarker, einen am Karotis T und einen etwas unterhalb des Aneurysmas. Genau. Das ist der vom Mikrokatheter, ne? Mhm. Jetzt versuchen wir mit dem Draht durch den Karotissiphon hindurchzukommen, um dann den Ballonkatheter eben entsprechend platzieren zu können. Mhm. Und dann wäre der nächste Schritt, den Mikrokatheter ins Aneurysma hineinzuführen. Richtig. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Jetzt hat man die erste Kurve erwischt. Erfahrungsgemäß fällt man jetzt erst ein paar Mal ins Aneurysma rein. Sehen Sie? Einmal. Also das will man jetzt in der Phase ja nicht, wenn wir am Aneurysma vorbei mit dem Ballonkatheter. Ne? Und wir haben jetzt erstmal den Ballonkatheter ein bisschen nachgeschoben, sodass wir ein bisschen mehr Stabilität haben. Und jetzt versucht eben der zweite Interventionalist distal vom Aneurysma den Mikrodraht zu schieben. Jetzt ist er vorbei. Nein, jetzt sind wir vorbei. So, jetzt müssen wir noch ein Stück weiter gehen, damit man die entsprechende Stabilität hat. Oder wir versuchen es jetzt gerade mal so. Von wo bis wo reicht denn jetzt der Ballon? Kann man ja vielleicht Ballon nachher hat Pfeile drei machen. Ne? Marker. Ja. Eins, wir haben zwei. Einen Distal. Und der dritte ist da unten. Ah, ja, jetzt sehe ich. Und der zweite und dritte ist eben dann die Markierung von Ballon. Das heißt, er wird sich zwischen zweitem und dritten wird er sich aufblasen, ja? Richtig. Die erste kennzeichnet nur die Spitze des Gesamtkatheters. So, wie würden Sie jetzt Ihre erste Keule auswählen? Fragen Sie mich? Ja. Naja, sie sollte passen, oder? Also so, dass man... Es ist ja nicht ganz kreisrund oder kugelrund. Das heißt, ich würde die beiden Durchmesser der Ellipse nehmen und einen Mittelwert machen davon und dann möglichst ein Coil nehmen, das sich wie ein Korb konfiguriert eben. Also wenn man sagt, wir haben 6x4 gemessen, ich glaube, ich würde in diesem Fall einen 5er nehmen als ersten und dann aber eher einen längeren, sodass man aufgrund eben der breiten Basis sodass man versucht, ein Grundgerüst zu entwickeln, wo sich dann auch die weiteren Coils dann da drin letztlich befinden und dort auch bleiben. Ja, und was soll der Ballon eigentlich? Was soll denn der? Den müssen Sie doch eh wieder rausnehmen am Ende. Richtig, aber zumindest haben wir damit ein Hilfsmittel, falls die erste Coil sich immer wieder eben außerhalb vom Träger vom Aneurysma entwickelt und in Richtung Trägergefäß, dass man da ein bisschen den Hals abdichten kann. Und wir werden auch gleich sehen, das war auch der Fall, dass man eben die Hilfe vom Ballon gebraucht hat. So, gerade wird ein bisschen diskutiert. Und jetzt wird eben der Mikrodraht nochmal. Ach so, richtig, ja.
Führungskatheter, in den Mikrokatheter, Entschuldigung, eingeführt, um eben dann jetzt auch das Aneurysma mit dem Mikrokatheter zu sondieren. Also was wir im Moment haben, sind zwei Katheter, die am Aneurysma vorbeilaufen. Das eine ist der Mikrokatheter, über den dann das Coiling erfolgen soll, und das andere ist der Ballonkatheter, und der soll da bleiben. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, den Mikrokatheter ins Aneurysma zu platzieren. Sehen Sie, da haben wir ein neues Roadmap gemacht. Der ist ja schon drin, oder? Genau, das war die eine Sequenz, die wir gerade nicht gespeichert hatten, deswegen auch nicht gesehen. Aha, aber so hätten wir es dann gemacht. Beziehungsweise wir platzieren ihn jetzt noch ein bisschen tiefer rein, sehe ich das richtig? Richtig, genau. Also wir haben vorhin gesehen, der Kollege hat kurz zurückgezogen und beim Zurückziehen war er eben da im Bereich des Halses, und jetzt wollen wir aber eine etwas tiefere Position erzeugen. Und Sie sehen etwa gegen 3 Uhr diese zusätzliche Nase, die das Aneurysma aufweist, da würde man nicht ganz so gern reingehen, weil es könnte sein, dass das nochmal eine zusätzliche Schwachstelle der Wand ist, die sich dann nochmal extra ausdellt. Das heißt, da würde man den Mikrokatheter nicht rein platzieren wollen. Und es ist jetzt auch ganz gut gelungen, den Draht an dieser mutmaßlichen zusätzlichen Schwachstelle vorbei zu manövrieren. Muss er halt noch den Katheter hinterher schieben, der ist noch unverändert am Aneurysma-Eingang. Mhm. Dieser kleine Knubbel, das ist der Marker des Mikrokatheters. Falls es nicht gelingt, würden Sie einmal einen Loop mit dem Mikrodraht machen wollen im Aneurysma oder müssen? Ja, wenn es weich geht, wenn man die Stabilität noch braucht, ja. Ich glaube, ja, das ist ja schon ein halber Loop. Ja, gerade versucht. Geht der Mikrokatheter ein bisschen Richtung von da wird man, ja genau, da wird man gern vorbei haben. Ja. Das sind so die kleinen Adrenalin-Momente der Intervention. Bis jetzt hat es noch nicht. Oder wir bleiben jetzt doch da. Nolens, Wolens. Genau, das können wir auch machen. Wir können eben dort erstmal die erste Schlinge vom Coil vorschieben und dann versuchen, die Coil zu benutzen und ein bisschen den Mikrokatheter tiefer schieben. So, jetzt ziehen wir den Draht zurück. Also wir haben eben diese Position akzeptiert als Position für das Coiling, und jetzt wird die erste Coil gleich vorgeschoben. Die Coil ist mit so einer Plastikhülle ummantelt, damit sie nicht ihre Coilform annimmt. Denn in Coilform würde man sie ja nicht in den Mikrokatheter hineinkriegen. Also diese Plastikhülle, die so ein bisschen anders aussieht als Metall, die Sie jetzt vor dem zweiten Interventionalisten hin und her rutschen sehen, die ist dazu da, das Coil gestreckt zu halten und in gestrecktem Zustand in den Mikrokatheter hineinzubekommen. Wenn das Coil dann tief genug drin ist und nur noch der Schiebedraht durch das hämostatische Ventil hindurchgeht, dann kann man diese, und das macht der Kollege jetzt gerade, diese Plastikhülle zurückziehen. Genau. Was der erste Interventionalist gerade vorschiebt, ist eben ein Pusher, der am Ende von Coil dann konnektiert ist und wo man tatsächlich dann auch am Ende vom Entwickeln des Coils dann diese Verbindung trennen kann. Mhm. Für gewöhnlich wird das durch Anlegen an Stromes gemacht, elektrolytisch. Oder es gibt auch andere Systeme, die mechanisch funktionieren, entweder mit Gewinde oder mit so einem. So, und Sie sehen, dass der Kollege sich bereit macht, jetzt den Ballon zu inflatieren. Er hat schon die rechte Hand am Spritzenstempel. So. Genau, das ist jetzt auch eine ganz, ganz feine Bewegung, weil der Ballon erreicht sein nominales Lumen mit ungefähr 0,2 Milliliter. Das heißt, man muss eben sehr vorsichtig sein beim Injizieren. Und Sie sehen, in der linken Hand, da ist nochmal so ein Switchflow. Oder Flow Switch, da kann man eben dann auch diese Position dann halten. Ne? Halten, genau. Oh, es ist schon relativ weit entwickelt. Der Ballon ist noch gar nicht aufgeblasen, oder? Doch, doch, man sieht hier. Ah, ja, ja, da ist er. Genau, richtig. Ist also kein Knochen. Also Sie sehen die Schädelbasis und dann das Dunkle da, das so halb fast wie so eine Peanut aussieht. Das ist der Ballon, der gerade inflatiert ist.
Jetzt sehen Sie, dass gerade auch eine Schlinge da in diesen schwachen Teil hineingeht. Sehen Sie, ist wieder etwa bei 3 Uhr. Deswegen ziehen wir auch gerade ein bisschen zurück, weil wir wollen keinen Druck auf diesen Bereich haben. Und was wir hier auch nochmal schön sehen, wenn wir einmal stoppen, ist, dass wir eine Schlinge haben, die Richtung Karotis sich entwickelt. Was haben wir da jetzt für Optionen? Ja, wir könnten schreiend den Raum verlassen. Oder wir können zurückziehen und versuchen eben die neu zu platzieren. Ich habe es eben nicht genau gesehen, wann die sich entwickelt hat. Wenn das schon länger her ist, muss man halt entsprechend lang zurückziehen, bis das wieder verschwindet. Also ich vermute mal, wir ziehen da jetzt gleich den Coil zurück, bis diese kleine Schlaufe, da Sie sehen, was wir meinen, etwa genau so zwischen 5 und 6 Uhr am Unterrand so halbmondförmig oder mondsichelförmig diese Coil, die da rausragt. Also man kann eins versuchen, eben zurückzuziehen und dann nochmal neu entwickeln, in der Hoffnung, dass es dann nur im Aneurysma bleibt, dass die Coil nur im Aneurysma bleibt. Man kann auch ein bisschen die Mikrokatheterposition verändern, also ein bisschen tiefer vielleicht gehen oder ein bisschen zurückziehen und dann versuchen nochmal zu entwickeln. Und wenn das alles nicht klappt, dann können wir vielleicht auch den Ballon ein bisschen nachdilatieren, sodass wir ein bisschen besser abdichten. Ne? Ja, das mit dem Ballon, ich glaube, das würde man elastisch dann vielleicht reindrücken und die Chance wäre dann hoch, dass es doch wieder zurückkommt. Sehen Sie, jetzt ist es schon fast weg, ne? Jetzt ist es weg. Genau. Aber jetzt kommt es wieder. Zurückgezogen. Also man muss da manchmal ein bisschen hin und her spielen, bis man es zum Verschwinden bringt und vor allen Dingen, dass es nicht wiederkommt. Und wenn man mit dem Rücken zur Wand ist, wenn das jetzt die letzte Coil wäre und es wäre einem passiert und sie wäre auch noch, jetzt ist wieder da, und sie wäre auch schon abgelöst, dann könnte man als Ultima Ratio dann eben notfallmäßig einen Stent drüber legen. Richtig. Also diese neuen ganz kleinen intrakranialen Stents können Sie dann auch durch so einen Ballonkatheter eben vorschieben. Ne? First Balloon Van Stent Technik heißt das. So, was ich eben gerade jetzt mache, ist ein bisschen nachdilatieren. Wir sehen dann gleich, dass der Ballon ein bisschen größer wird. Ne? Und so ein Keil sehr ist gerade gut, so eine Wurst. Sieht man sehr schön. Müssen Sie nachher Pfeile dran machen, Herr Schemmerling. Und aber war es nicht so, dass dieser Coil ist immer viel länger als man denkt? Sie haben jetzt immer noch kein Ende in Sicht. Das ist so. Jetzt haben wir auch den Mikrokatheter ein bisschen zurückgezogen. Aber jetzt sieht der Abschluss zur Karotte im Moment sieht er gerade sehr, sehr gut aus. Kaum, dass ich was sage, ist gleich wieder eine Schlinge da. Trotzdem. Jetzt sieht man wenigstens das Ende des Colts schon mal. So, und jetzt okay. Wird nochmal diskutiert, ob wir so weit sind. Aber eben, ich glaube, wir sind gar nicht fertig. Ne? Naja, man würde jetzt, bevor man ablöst, muss man ja unbedingt schauen, dass die Coils auch da bleiben, wenn man den Ballon deflattiert. Richtig. Ich bin jetzt sicher, was wir jetzt. Das oder jetzt gucken wir jetzt eine andere Ebene? Genau, das ist jetzt aus der anderen Ebene und das, was wir gerade auch diskutiert hatten während der Intervention, ist, dass die Coil gar nicht so tief drin war, dass wir ablösen können. Ne? Also Sie sehen hier die Markierung 3 cm vor der Spitze des Mikrokatheters und das, was jetzt hochkommt und auch so ein bisschen röntgendicht ist, ist die Markierung vom 3 cm vor der Spitze des Pushers, der die Coil eben vorschiebt. Das heißt, wenn diese zwei ein umgekehrtes T darstellen, dann sind wir genau mit der Trennstelle an der Spitze vom Mikrokatheter und können dann eben auch die Coil dort ablösen. Und wie Professor Knaut eben auch sagte, wir deflatieren gerade. Sie sehen, wie diese schwarze Wurst immer dünner wird. Und man behält die Coils immer gut im Auge. Jetzt könnte man sie noch komplett wieder rausziehen. Ne? Jetzt ist sie noch an dem Pusher oder an dem Schiebedraht noch befestigt. Und wenn man jetzt alles deflatiert hat und die Coils bleiben trotzdem an der Stelle, dann ist man sich einigermaßen sicher, dass man ablösen kann. Und so, der Ballon ist deflatiert.
Vermutlich machen wir jetzt noch eine Serie, bevor wir ablösen. Wir speichern wir die Bilder. Ja, ja, genau, richtig, richtig. Ich glaube, da haben wir gerade diskutiert, wenn Sie maximal eben aspirieren, um den Ballon zu deflatieren und dann aber diesen Flow-Switch abschließen oder eben nach vorne drücken, dann haben Sie im Ballonkatheter einen Unterdruck und dann kann es eben dazu kommen, dass wieder Blut oder das Blut im Ballonlumen reinkommt. Tun Sie es mal gut an, also es gibt jetzt schon Teile des Aneurysmas, die nicht mehr durchblutet sind und insgesamt ist es langsamer geworden, der Fluss, ne? Also schon durch das erste Coil. So, und jetzt müssten wir uns eigentlich, glaube ich, einigermaßen sicher sein, dass wir ablösen wollen. Was wollen wir jetzt noch? Wird noch ein bisschen diskutiert, ob wir uns so zufrieden geben. Was heißt diese Geste des Assistenten? Genau, wie wir gerade sehen, wir wollen ablösen und jetzt haben wir den Strom verbunden, es geht dann relativ flott und jetzt muss man aber, wenn man den Schiebedraht rauszieht, Durchleuchtung anmachen, um sicher zu sein, dass das Coil wirklich abgelöst ist, sonst zieht man es nämlich einfach wieder mit raus. Jetzt ist man sich sicher. Das muss man nachher mal gut zeigen. Also das sieht man wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick. Mhm. Der Marker muss sich zurückbewegen im Katheter, ohne dass das Coil-Paket sich bewegt oder verändert. So, das ist schon das nächste Coil. Da waren genau. Wir jetzt aber flott oder es war ein Schnitt drin? Das vermutlich. War ein Schnitt, aber das ist jetzt die zweite Coil. Und wieder das gleiche Manöver. Der Ballon wird inflatiert. Sehen gleich dann die schwarze Wurst. Jetzt. Und wenn es dann soweit ist, dann wird eben die Keule vorgeschoben. Warum ist die eigentlich so schwarz, diese Wurst? Tja. Um das eben dann auch sehen zu können, ja, dass wir inflatieren, haben wir eben in der Spritze Kontrastmittel. Also bei den ganz kleinen Ballons ist das pur Kontrastmittel, bei den etwas größeren können Sie dann verdünntes Kontrastmittel nehmen und ja, Grund ist, dass man das dann sehen kann überhaupt. So röntgendicht sehen kann. So, jetzt geht schon der nächste Coil ins Aneurysma. Was ist das jetzt für einer? Haben Sie es parat? Oder? Das war ein Vierer, der zweite dann. Also man geht dann tendenziell immer mit dem Coil-Durchmesser ein bisschen zurück. Entweder man weiß, man hat noch Unmengen von Platz im Aneurysma, dann kann man die gleiche Größe nochmal nehmen. Oder aber man macht immer so ein bisschen Downsizing und versucht immer mehr so die Lücken auch auszufüllen. Der ging jetzt aber schnell rein, ne? Das wird die ganze Zeit verlabert. So, und sehen Sie, dass da jetzt der Marker gerade über die beiden Marker übereinander stehen und jetzt hört er auf. Jetzt ist er in Ablöseposition. Und inzwischen sind Sie ja schon Halbprofis. Was wir jetzt machen, ist den Ballon deflatieren und gucken, dass die Coils so bleiben. Eine Regel gibt es letztlich nicht. Man sagt immer, bei den normalen Coils benutzt man immer 1 mm weniger sozusagen im Verlauf. Bei den Volumen-Coils nimmt man immer 2 mm kleinere Coils. Weil die so dick sind, der ersten, genau. Mhm. Das heißt, wir lösen gleich ab. Warum hat man diesen proximalen Marker eigentlich? Man kann doch die Ablösestelle direkt sich angucken. Warum geht das nicht? Ja, wenn Sie ein großes Aneurysma haben und viel Coilmaterial, dann sehen Sie eigentlich die Ablösestelle genau, nicht mehr. Ne? Weil das Metall ist undurchsichtig. Das klappt vielleicht beim allerersten Coil noch. Aber je dichter das die Packung, die Metallpackung im Aneurysma drin ist, desto schlechter kann man diese Position sehen. Deswegen wurden zwei Marker eben einer ans Coil, einer an den Katheter gemacht, die weit weg vom Aneurysma anzeigen, wenn der Coil zum Ablösen bereit ist. Und von dem Fluss innerhalb des Aneurysmas haben wir jetzt eine deutliche Minderung schon erzeugt.
Das heißt, die Blutungsgefahr ist schon. Jetzt nach Menschenermessen müsste die schon deutlich geringer sein. Aber eben, wir hören noch nicht auf, wir machen jetzt auch weiter. Das ist jetzt im Schnelldurchlauf die zweite, also die dritte, vierte und so weiter Coil. So, wie schnell. Wenn wir jetzt ein bisschen angeben würden, würden wir sagen, es war eine Zeitlupe. Und wir arbeiten halt so schnell. So, ist das, war das schon die letzte? Ja, genau. Okay, ja, da haben wir. Sie sehen, so ein ganz klein bisschen geht noch rein, darf ich das sagen? Ja, ja, ne? Klar, dürfen wir das noch sagen. Aber letztlich, wir hatten diese Patientin auch vorbereitet mit Asplavix. Das heißt, ja, sie hat schon eine Blutverdünnung. Und zusätzlich haben wir auch am Anfang der Intervention Heparin gegeben. Ja, das heißt, sie ist maximal jetzt abgedeckt. Dadurch ist auch die Thrombose innerhalb des Aneurysmas etwas gehemmt. Und kann es jetzt kurz stoppen. Das heißt, wir haben noch gute Hoffnung, dass es noch zuthrombosiert. Richtig. Wann das war das auch denn eigentlich? So. Wäre doch gut, wenn wir das noch am Ende mal. Haben wir eine Kontrollserie? Das zeigen wir gleich danach. Aha, aber eben gut. Die Kontrollserie zeigt eine vollständige Embolisation des Aneurysmas. Nach ein paar Monaten meinen Sie jetzt? Genau. Oder? Okay. Genau. Und warum tun wir da jetzt gerade wieder ein Draht rein in den Mikrokatheter? Naja, der Ballon oder beziehungsweise. Ist ein Ballon oder Mikrokatheter? Wir wollen erstmal den Mikrokatheter, ja, hier zurückziehen. Ja. Und eben die Gefahr beim Zurückziehen ist jetzt, dass die Spitze vom, oder sagen wir mal andersrum, das proximale Ende von der letzten Keule noch im oder am Mikrokatheter steckt. Und wir könnten jetzt beim Zurückziehen diese Keule ein bisschen vorschieben, ne, und wieder im Aneurysma platzieren. Also, dass die sich nicht verfängt mit dem Mikrokatheter, ist die Idee, denke ich, oder? Genau. Und wir ziehen jetzt ganz langsam und sukzessive zurück. Und wir haben den Ballon wieder ganz leicht aufgeblasen, um so einen zusätzlichen Widerstand zu geben, falls man Coils jetzt gerade zurückziehen würde in das Gefäßlumen. Aber man darf natürlich nicht volle Pulle aufblasen, weil man sonst womöglich den Mikrokatheter eben fixiert durch das Aufblasen. Mhm. So, ich glaube, jetzt kommt die Spitze schon an den Rand. Naja, weiß ja, nicht. Das ist doch die Markierung. Man hat ein bisschen auch den Eindruck, dass eine so ganz klar Schlaufe ein bisschen geneigt ist mitzukommen. Gell? Aber jetzt. Jetzt. Dass der so gesprungen ist, war ein zusätzliches Zeichen vielleicht, dass er sich so ganz klein ein bisschen angehakt hatte. Ne? Mhm. Also gesehen, dass es auf einmal ging es ganz schnell, war dann ein Zentimeter oder 8 mm rausgesprungen. Gut. So, dann kann man schnell rausziehen, wenn man erstmal vom Aneurysma weg ist. Und parallel aspiriert der Kollege den Ballonkatheter. Der wird jetzt geringer. Wie würden Sie jetzt den Ballonkatheter zurückziehen? Weil das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Wir machen nicht immer alles richtig und gleich kommt eben ein Teil, wo wir es meiner Meinung nach dann falsch gemacht haben. Aber wir können jetzt im Vorfeld vielleicht diskutieren, wie wir es richtig machen würden. Und das ist jetzt ohne Netz und doppelten Boden. Also ich würde erst deflatieren. Das sicher? Haben und wir das in dem? Einfach den Ballon so zurückziehen oder? Fühle ich mich ja wie in der Prüfungssituation. Okay, eigentlich also ja, aber wollen Sie jetzt sagen, da hätte man ein Draht noch reintun müssen? Mal gucken. Das haben wir auch gemacht, aber ich glaube, dass die bessere Variante wäre, dann auch diesen Draht weiter vorzuschieben bis zur Media und dann beim Zurückziehen vom Ballon diesen Draht eben dort auch zu halten. Achso, um die Stabilität zu haben, dass er nicht mit der Spitze kurz reinschnappst. So. Genau. Macht er das jetzt gleich oder das was? Das sehen wir jetzt gleich. Also nochmal, um das jetzt zu zeigen, man schiebt den Draht vor bis zur Media und dann hält man den Draht fest und zieht den Ballonkatheter zurück. Über den sodass Draht. Man eben, genau, sodass man diese Schiene benutzt und gar nicht die Coils berühren kann. Der Schlauch am unteren Bildrand, haben Sie gesehen, dass er schon zieht. Ne? So, ist es begradigt, jetzt kommt der. Hurra. Und was ist mit dem Draht in der Media? Genau, den haben wir eben mit zurückgezogen.
deswegen. Und der kann sich doch auch ein Coil angeln. Genau. Das ist das Problem jetzt, meine Sache. So, ist aber alles gut gegangen. Gut. Das war's, ich will jetzt die Kontrollserie sehen. Wir haben so angegeben, dass ich. Das ist jetzt aber die Kontrolle noch direkt danach. Ja, ja? Richtig. Okay. Und die sieht schon mal nicht schlecht aus. Auch ein bisschen später während der Intervention haben wir eben gesehen, dass wir eine zunehmende Thrombosierung haben innerhalb des Aneurysmas. Da ist noch ein bisschen eine Restperfusion. Das ist jetzt aber auch ein bisschen eine andere Projektion und wir haben es absichtlich größer gemacht. So die Tricks. Aber jetzt eben stimmt, werden das wir ein dann schönes auch gleich Resultat. Das Verlaufsbild sehen. Und hier sehen Sie eben, dass es vollständig ausgeschaltet ist im Verlauf. Ne? Und was haben Sie jetzt da noch? Das ist noch die Intervention jetzt. Sie genau, haben noch jetzt mal irgendwas hingelegt. Gehen wir wieder zurück. Auf dem anderen grünen Tuch. Was ist das jetzt? Was machen Sie jetzt? Das ist ein Verschlusssystem. Wir sehen, der Interventionalist schiebt gerade so einen Draht, einen kleineren Draht vor und durch oder mithilfe von diesem Draht schieben wir jetzt ein Katheter vor. Und dann drücken Sie nicht einfach 10, 15 Minuten. Naja, Asp, Plavix, Heparin. Okay, maximale Gerinnungshemmung. Und ist die Schleuse die normale diagnostische Schleuse gewesen oder musste sie eine größere? Eine Schleuse, also schon größer als bei der eigentlichen Angiografie. Und wie funktioniert das jetzt, dieses Verschlusssystem? Naja, wir schieben letztlich, das war danach, was wir vorgeschoben haben, eine Verankerung innerhalb der Femoralis. Dann ziehen wir das etwas zurück und von oben wird eben ein Kollagenschwamm dann vorgeschoben und auf der Gefäßwand dann fixiert. Und dann steht die Blutung sofort ohne Drücken. Ne? So, habe ich den Eindruck, dass ziehen. Da ein bisschen blau ist? Das ist wahrscheinlich noch von der diagnostischen Angiografie, oder? Da hatten wir noch abgedrückt. So, und was wir hier noch sehen, sind die Projektionen von einer sogenannten Flachdetektor-CT, das heißt am Ende der Intervention und noch mit der Angio können wir auch ein CT anfertigen. Das sehen wir jetzt auch gleich hier. Und warum ist das wichtig oder relevant? Warum ist das sinnvoll? Naja, wenn wir jetzt doch mal irgendwo durchgestochen hätten, ohne es gemerkt zu haben, könnten wir jetzt eine Blutung sehen. Ne? Mhm. Ist aber nicht der Fall. Abschließend noch die Frage, würden Sie bei so einer Patientin auch ISS weitergeben für ein paar Wochen oder? Ja, ein paar Wochen nicht, aber vielleicht ein paar Tage wenigstens oder Heparin. Also irgendwas, genau. Einfach nur wegen deswegen. Der breiten Basis, oder? Genau, weil die Kontaktfläche von dem Aneurysma oder von den Aneurysma-Coils mit dem Blutstrom ist naturgemäß hoch, weil es ja eben ein breitbasiges Aneurysma war. Aber das ist mehr, muss man wirklich sagen, es ist mehr Gefühl, als dass wir da jetzt harte Evidenz für haben oder dass wir dafür sogar eine Leitlinie hätten. Gut. Fühlt sich einfach besser an. So, dann demnächst in diesem Theater. Richtig. Tschüss. Tschüss.